Einen wunderschönen guten Morgen. Heute beginnt ein neuer Messetag und als erstes wecke ich jetzt die Ossi auf, aber bis zum Intro lasse ich sie noch schlafen. Guten Morgen, Ossi. Guten Morgen. Wir haben Termine und müssen gleich loslegen. Oh, nicht gleich. Wir gehen es gemütlich an. Ja? Okay. Ja, ich bin noch müde, aber ich gehe trotzdem Brötchen holen. So, das ist der Ausstellerbereich hier von der Messe. Und da ist der Besucherparkplatz. Und hier ist das Zelt, wo die YouTuber untergebracht sind, die anderen YouTuber. Den ersten, wie sagt man, Follower-Kontakt schon gehabt am Frühstück. Also in der Messe Freiburg treffen sehr viele von euch, was uns natürlich auch sehr freut. Ich war jetzt nicht sehr gesprächig, aber das ist ja noch früh, kurz nach 8. Da braucht man jetzt ein Gespräch sein. Ich muss jetzt erstmal duschen und dann brauche ich einen Kaffee und dann bin ich einsatzbereit. Und da ist unser Bereich. Das ist der Ausstellerbereich und da stehen wir. Morgen. So, alle Leute sind freundlich. So, und wir gehen zum Frühstück. Nach den vielen Gesprächen, die ich schon geführt habe, so gehe ich jetzt gerne ein Brötchen holen, weil ich morgens nicht gesprächig bin. Und da ist die Ossi wahrscheinlich am Duschen oder am Frühstück machen. Ossi, tust du duschen oder frühstücken? Wir schauen jetzt mal gleich um das Eck rum, vielleicht sehen wir die Ossi nackig. Ah nee, hat sie die Tür zugemacht. Ja, da habt ihr Pech gehabt und ich auch. Jetzt schauen wir trotzdem mal zu Ossi rein und? Ah, da ist sie schon. Guten Morgen, Ossi. Guten Morgen. So, wir lassen sie weiter duschen und richten mal das Wasser fürs Frühstück her und dann wird gefrühstückt, nachdem auch ich geduscht habe, und dann geht der neue Messetag los. So, jetzt geht ein bisschen Tag los und gleich am Anfang haben wir einen Termin. Mhm. Und da gehen wir jetzt hin. Ja. Also wir sind ja auf der Messe in Freiburg und Freiburg liegt direkt an der französischen Grenze. Und da bietet sich natürlich an, dass wir einen Franzosen besuchen. Und wir besuchen nicht Chausson, wir besuchen nicht La Voyeur, wir besuchen Bilodet. Bilot. Das hören wir uns jetzt an, wie das heißt. Aber es hört sich Bilodet, hört sich nicht schön an. Nein, im Französischen wird das eh nicht gesprochen, wenn kein Akzent drauf ist. Aber es hört sich so schön französisch an. Also gehen wir jetzt einfach mal hin.
ist praktisch zum Rausziehen. Kann man Keile und alles reintun. So, und jetzt stehen wir hier mit Gregor Gärtner von Schwarzwaldmobil. Passt natürlich auch wieder zur Gegend, ja. Und ist es jetzt ein Bilonet oder ist es ein Bilone oder ein Pilot? Also da gibt es jetzt nicht eine bestimmte Aussprache, sondern wir sagen Pilot. Aha, das okay. Das hört man ja nicht im Französischen, das hinten noch dranhängt. Ui, du hast ja wieder recht gehabt. Und ja, wir sind ja eigentlich in der heimlichen Hauptstadt des Schwarzwalds, Freiburg. Ja, das haben wir alles schon erklärt. Okay. Unsere Zuschauer wissen über alles Bescheid. Sehr gut. Sie kennen nur das Fahrzeug noch nicht. Ja, das Fahrzeug ist ganz neu. Aha. Wurde jetzt zur Caravan-Salon in Düsseldorf, wurde es vorgestellt. Und ist auch hier auf der Ford-Basis, Ford Trail Optik heißt. Aha. Wir haben hier so ein bisschen ja, die herausfordernde dunkle Face mit schönen LED-Lichtern. Und als sogenannte 60-Jahre-Edition wurde es jetzt vorgestellt. Es ist komplett alles drin. Wir haben ein 170 PS Automatikgetriebe und Motor drin. Wir ja, haben die ganze komplette Ausstattung, was man so braucht. Man kann eigentlich reinsitzen und losfahren. Gut, also ich sage jetzt noch gar nichts dazu, weil unsere Kategorie ist ein bisschen anders, aber unsere persönliche. Okay. Aber wir haben ja Zuschauer, die für alle Genres, ja. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir einfach mal rein und lassen uns sagen, was da ganz besonders neu dran ist, okay? Genau. Also, gehen wir mal rein. So, und wir schauen uns jetzt von Schwarzwaldmobil diesen Bilodet Atlas A656, die 60 Jahre Edition an, die ganz neu auf den Markt gekommen ist und jetzt hier das erste Mal vertrieben wird. Also, wir haben jetzt schon gerade weitergesprochen und da gibt es noch was zu sagen zu dem Ford Motor. Was ich auf jeden Fall schon mal zum Armaturenbrett sagen muss, ich vermisse da was aus sich. Magst du mal schauen, was ich vermisse? Du meinst diese vielen Flaschenhalter? Wo bringen wir unsere Trinkflaschen hin? Das sind ja gar keine 10 Flaschenhalter. Also das spricht schon mal für diesen Motor. Da war doch mal Spaß am unterwegs, Gregor. Ja, ja, das stimmt. Ich bin gerade auch erstaunt. Es gibt an der Tür, müsste ein Flaschenhalter sein für eine Flasche. Also wir brauchen eigentlich gar keinen. Ah, okay, gut. Weil wir holen uns unser Zeug von hinten und trinken es dann im Glas und stellen es wieder zurück. Aber bei Mercedes, da sind generell 10 Flaschenhalter verbaut. Oh. Ja, und ich sage, das ist schade für den Platz. Und wenn ich mir das anschaue, dann muss ich sagen, da fährt eine weitaus bessere Lösung. So, wir sprechen natürlich schon Klartext, auch was unsere Interessen angeht. Und ich habe ihm gesagt, dass ich eigentlich mehr so ein Mercedes-Fan bin. Und jetzt ist mir schon aufgefallen, dass die Flaschenhalter hier schon eine begrenzte und eine positive Anzahl hat. Ja. Und dann hat mir der Gregor noch was gesagt zum Ford-Motor oder beziehungsweise zum Ford-Fahrsystem. Genau, das Ford bietet ja, oder hier ist verbaut, das komplette Fahrsystem, autonomes Fahren 2, sagen wir ja dazu. Aha. Das heißt, die ganzen Assistenzsysteme, Sicherheitssysteme, Notbremsassistent und, ist alles hiermit schon dabei. Das heißt, ich kann auf der Autobahn bis 60 Stundenkilometer das Fahrzeug einfach laufen lassen, wenn Stau ist, oder im Stadtverkehr oder auf der Landstraße bis zu einer gewissen Geschwindigkeit fahren lassen. Also im Stadtverkehr weiß ich es jetzt nicht genau, aber auf der langen Strecke kann ich einstellen, dass den Abstand zum Vordermann einstellen und kann dann immer schön dem Vordermann folgen, im richtigen Abstand. Also so mit dem Tempomat, der funktioniert dann etwas besser. Das heißt, ich stelle den Abstand ein und der Tempomat hält dann den Abstand. Genau. Also es hat nicht nur Mercedes diese Funktion, sondern mittlerweile auch Ford. Und eine Neugang Automatik ist wahrscheinlich auch verbaut. Ist das die von ZF? Nein, ich glaube, Ford verbaut seine eigenen Getriebe. Das ist kein ZF-Getriebe wie beim Fiat, das in Licenza gebaut wird, sondern das ist jetzt hier von Ford eigenes Getriebe. Aha. Wo wird er hergestellt? In Köln? Oder? Nein, Ford produziert alles in der Türkei unten. Ah, okay. Und wird alles von Köln aus gemanagt und die Entwicklung sitzt in England drüben. Und ja, es ist ein europäisches Produkt, kann man so sagen. Mhm. So, das ist jetzt der Fahrzeuglänge hier von 6,50 Meter und hat einige Besonderheiten gegenüber den normalen Standardgrundrissen. Gregor, was ist der Vorteil an diesem Fahrzeug? Wir haben einmal hier diese Face-to-Face-Sitzgruppe, die sehr einladend ist und sehr Raum, einen großen Raum freilässt oder gibt. Wir haben einen Skyroof zum Öffnen, das auch das Licht reinlässt schön. Und wir haben hier oben zum Schlafen unser Hubbett.
Und das Hubbett bei Pilot können wir bis unter die Unterkante Fenster runterfahren. Ach, so fährt es runter. So, und jetzt haben wir eine schöne Einstiegshöhe von knapp 80 cm. Jawohl. Brauchen keine Leiter, wir mit dem Schwung darauf gehen. Und da sehen wir auch, wir sind unterhalb der Fensterkante, ja, sodass wir wirklich immer schön rausschauen können. So, da haben wir den Küchenbereich. Nüchtern, klassisch. Die Ossi. Ja, bis wir aufmachen, muss man da schon, gell? Besteckkasten. Aha. Jawohl. Jawohl. Und wie viel? Und ein Zwei-Flamme-Herd ist da. Mhm. Das ist ein Wohnmobil auf 6,50 Meter, da muss man sich natürlich bewusst sein. Aber man hat hier durch das absenkbare Bett extrem viel Stauraum. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt da nach hinten gehen. Ja. Weil ich sehe da schon Stauraum ohne Ende. Jetzt sehe ich erst einmal nur die Ossi und den Kühlschrank. Der geht von beiden Seiten. Das ist der schmale von Dometic. Fernseher kommt hierher, jawohl. Mit Schiene sogar, dass man also nicht immer seinen Kopf hochrecken muss. Und da hinten haben wir den begehbaren Schrank und die separate Dusche. Hier haben wir die Dusche. Mhm. Und die ist schön groß. Ja, der Radkasten stört überhaupt nicht. Nein. Dachfenster ist auch da. Das finde ich praktisch, Dachfenster. Dann schauen wir bitte rein in den Schrank. Das ist kein Schrank, das ist die Toilette. Das ist das Klo, ja. Mhm. Und das ist schön groß. Gut. Kann man nicht meckern. Also da hat man gut Platz. Und der Schrank, das ist natürlich schon fantastisch, was da an Platz vorhanden ist. Und da haben wir noch einen Zugang zur Garage oder ist das auch ein Schrank da? Das ist auch ein Schrank da drunter. Nein, ich glaube, da ist, eben habe ich vorher gerade gesehen, dass da was sein müsste. Jawohl, genau. Hier. Super. Oh ja, super. Also das ist ja wirklich super. Und dann hat man die Garage, da kann man von außen einladen und dann von innen rausnehmen. Ja, hier ist auch noch ein großes Fach, wie ich festgestellt habe, was man sogar von außen beladen kann. Und das kann man dann von innen bequem rausholen. Wir haben hier so einen kleinen Schuhschrank oder Fach, wo man dann seine Schuhe gleich am Eingang reinstellen kann und wieder zumachen kann und schon ist man die Schuhe los. Also, man sieht, es ist hier an vieles gedacht worden. Übrigens, es ist hier eine Truma-Heizung angeschlossen. Alte ist noch nicht verfügbar, kommt vielleicht noch. Und das war's. Wir wollten euch nur mal kurz das Mobil zeigen, weil es eben ganz neu jetzt auf den Markt gekommen ist. Und haben wir gesagt, das schauen wir uns auf jeden Fall an. Für uns war es das jetzt von Pilot. Nein, das heißt Pilot. Oder Pilot einfach, ja. Wie man es eben aussprechen möchte. Genau. Also ich habe es bei Wikipedia nachgegoogelt, es gibt viele Möglichkeiten, das zu sagen und wir sagen es immer so, dass es falsch ist. Ja, stimmt, gell? Ich auch, Gott sei Dank. So kriegt man Kommentare. Da bin ich raus. Der Strandpark?
So, und jetzt haben wir Standdienst, wenn man das so bezeichnen will. Aber jetzt schauen wir, ob jemand kommt, der mit uns reden will. Jeden Tag, 13 bis 15 Uhr, waren wir hier an diesem Stand. Und die letzten beiden Tage war ganz gut was los. Und dann schauen wir mal, was heute ist. Ich bin der Vorsitzende. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja. YouTuber. Wenn die, jedes Mal, wenn die YouTuber kommen, ist bei uns das Sekt leer. Ich verstehe es nicht. Damit ihr aushält, um was es hier geht. Also das war unser Tag. Unser gestriger Tag auf der Messe Freiburg. Jetzt ist heute Sonntag und es ist Messeschluss. Genau, ja. Und wir möchten uns bei allen bedanken, die uns am Stand von Remektro besucht haben. Es war echt schön, dass ihr alle vorbeikommen seid und dass man auch miteinander ein bisschen plaudern konnte. Das hat uns richtig gut gefallen. Ja, und wir werden uns überlegen, die nächste Messe, also nach der Messe ist ja vor der Messe, ja. Und die nächste Messe ist dann die CMD 2024. Wenn wir gesund bleiben, dann werden wir vermutlich sowas in der Art wieder machen, weil es einfach toll war. Und dann könnt ihr uns auf dem Stand von Remektro bei der CMD 2024 treffen, wenn ihr Lust dazu habt. Alles Weitere kommt im Lauf der nächsten Videos. Ja, für uns ist die Messe jetzt auch zu Ende. Langsam neigt sie sich dem Ende zu. Und deswegen ist das Video auch zu Ende. Ja, genau. Die Messe ist aus, das Video ist aus und wir gehen weiter. Tschüss. Tschüss, Len. Tschüss.